So, oder wieder. Und ich habe die Punkte noch nicht verteilt, weil es sind nicht so viele geworden. Ich habe jetzt 47.000 Seelen gesammelt und die verballere ich jetzt in einmal Wit, einmal Con, einmal Belastung oder einmal Stärke. Womit wir jetzt auf 85 sind. Das heißt, ich habe off-camera Seelen im Wert von 4 Leveln gesammelt. War jetzt nicht ganz so viel. Hat auch einen Ticken länger gedauert. Naja, nicht wirklich. Ungefähr so lang wie vorher auch. Ich habe beim Heidetower das erste Gebiet komplett leer gemacht. Das zweite war ein bisschen nervig. Also da könnte man theoretisch noch farmen gehen irgendwann einmal. Aber die Laufwege sind ja recht lang und es sind nicht so viele Gegner. Also lohnt sich nicht wirklich. Deswegen habe ich auch noch ein bisschen was hier gemacht. Also ein bisschen durchgerusht bei Niemandswerft. Mal dahin. Nicht wirklich strukturiert, sondern einfach nur töten, töten, töten. Kam auch ein bisschen was zusammen. Und sonst den Rest hier im Wald der gefallenen Riesen. Wobei mir da zwei, drei Sachen aufgefallen sind, die ich gerne noch machen würde, bevor ich in die andere Richtung weiterlaufe. Also bei der Priesterin vorbei in diese Pestgegend. Und zwar, was hatten wir da alles? Hier waren noch zwei Türen, die ich komplett ignoriert habe. Peinlich, peinlich. Und zwar einmal, kurz dich töten. Einmal müsste das die Tür hier gewesen sein. Jupp. Wobei da nicht so viel hinter sein sollte. Hinter der Tür ist nämlich noch eine Tür, die wir nicht öffnen können, solange wir den Schlüssel haben vom König. Den Ring haben vom König. Aber wir können ihn hier schon mal töten. Jupp. Oh. Das kann unterbrechen. Sehr gut. Und push. Also ja, Siegel des Königs wird gebraucht, um da reinzukommen. Sonst haben wir hier noch einmal Loot. Eine prächtige Lanze. Das ist bestimmt auch wieder Dex, oder? Das sind alle Dex. Flügellanze, prächtige Lanze. Das ist einigermaßen ausbalanciert zwischen Geschicklichkeit und Stärke. Eine Lanze aus Geistahl, für hochrangige Drangleic-Ritter entworfen. Daher die ornamentale Verzierung. Geistahl-Ausrüstung ist qualitativ hochwertig. Da dieser Stahl jedoch so selten ist, wurden nur wenige dieser Waffe im Kampf verwendet. Klingt also wichtig. Allerdings habe ich keine 18 Geschicklichkeit und, ja. Wobei das gar nicht so weit weg sein sollte, ne? Guck mal. Ja, doch, 8 Punkte fehlen. Das ist noch ein bisschen hin. Aber da keine hohe Stärkeskalierung drauf ist, lasse ich es eher. Und zweimal gelbes drauf, was ich nicht brauche. Ja. Also nicht so viel verpasst hinter dieser Tür. Aber die andere Tür, die ich ebenfalls vergessen habe, da ist schön viel hinter. Die habe ich aus Versehen. Oh. Die habe ich aus Versehen off-camera aufgemacht. Weil ich dachte, da wären wir schon gewesen. Waren wir aber gar nicht. Weil plötzlich die Nachricht kam: Soldatenschlüssel benutzt. Dann habe ich mir gleich gedacht: Oh oh. Das sollte ich lieber on-camera machen. Und deswegen, ja. Jetzt mit euch zusammen da lang. Wobei ich mal. Nicht Human Effigy benutze. So. Weil die HP sahen nicht mehr ganz so gut aus. Okay. So, hier drin ist es ziemlich duster. Und oben war auch schon eine Fackel, die nicht angezündet war. Also schnappe ich mir mal einen Schmetterling und hau ihn gegen die Fackel. So. Und macht dann sowohl hier oben die eine Fackel an, als auch unten die zwei, drei, die da noch sind. In der Hoffnung, dass irgendwann alle Fackeln brennen und ich ein super duper Hidden Achievement bekomme oder so. Das könnte ein Secret sein, oder? Nee. Und auch hier wurden Gegner wieder ein wenig verändert. Statt der Schildkrötentypen, die hier vorher waren, kommen hier Skelette. Was jetzt nicht wirklich so dramatisch ist. Schwarze Feuerbombe, Heimatknochen, ja, ist okay. Nächste Fackel. Und das Gebiet, wo wir jetzt hinkommen, oder das Untergebiet, ist ganz schick, weil da sind recht viele von diesen Schildkrötenrittern. Und ein Leuchtfeuer. Und ein Riesenbaum. Aber die Schildkrötenritter sind das einzig Wichtige für mich. Weil es sind, glaube ich, 5 oder so recht nah beieinander. Das heißt, die kann ich dann off-camera schön farmen. Und die bringen auch jeweils 500 Seelen oder so.
Und vielleicht soll ich das nächste Mal beim Farmen auch die Ringe wechseln zu dem einen Seelen plus 1 Ring. Dann würde ich den hier wahrscheinlich rausnehmen und dafür den reinnehmen. Kann ich aber jetzt schon machen, weil wirklich schwer ist das hier nicht. So. Hier sind recht viele Bogenschützen, aber das passt, weil man eigentlich von Haus zu Haus huscht. Hier auf dem Dach sind auch noch 3 von den Schildkröten. Da kann ich gleich hin, aber erstmal hier dich weg und dich weg. Schön mit Rückhand. Human Effigy, gut. Die habe ich gerade verbraucht. Und Kurzbogen. Die Tür führt nur raus. Also muss ich ja nicht wirklich lang. Weil ich springe eh gleich vom Haus wieder runter und komme dann da raus, wo die Tür gekommen wäre. So. Wie gesagt, hier oben ist voll. Und es liegt Schwarzpulver rum, das habe ich vergessen. Oh, und es sind doch nur 275 Seelen für die. Dafür braucht man aber auch nur 2 Schläge. Im Einheitmodus. So, Human Effigy. Peitsche ist Super Dex. Das kann ich knicken. Roter Augapfel mal 3. Ja, PvP, ne? Müsste ich allerdings vorher den Covenant joinen, oder? Den kleinen Mann. Also nicht den kleinen Mann beim Belfry Tower, sondern dem anderen kleinen Mann mit der Kapuze, der immer so viel von Blut schwafelt. Und hier sind wir jetzt auf der anderen Seite von dem Weg, den man normalerweise hochgeht, zu der Stelle, wo zum ersten Mal der Pursuer kommt. Ich hoffe, ihr wisst, was gemeint wird. Also wenn man den Hauptweg folgt vom Waldgebiet, kommt man da den Baum immer wieder hoch. Läuft dann um die Ecke. So, oh, da ist noch Loot. Und das wäre besagte Tür, die ich nicht geöffnet habe, weil wir hier runterspringen. Weg. Dann sollte hier gleich das Leuchtfeuer kommen und ein weiterer Riesenbaum. Der allerdings noch nicht wichtig ist. Ich darf ihn nur später nicht vergessen. Oh, und wir werden invasiert von einem NPC. Dann mach doch mal so. So. Hey, kommt er. Ich glaube, der war garstig. Der zaubert recht viel, oder? Komm mal hier hoch. Dann mach mal so. Weg, 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 weg. Mehr. Ah. Und vorbei. Doch nicht so schlimm. Schluck. Hurra for rolling. Von Human Effigy. So, eine große Seele und ein Rüstungsset für eine leichte Rüstungsklasse. Dexter. Wobei es theoretisch auch ein Stärkebild geben kann, eine leichte Rüstung trägt. Also ein Wuselcharm mit einem Zweihänder. Also ein Stärke Zweihänder. Aber nein, ich wollte was Tankiges zuerst spielen. So, dich antatschen. Noch nicht benutzen, weil ich erstmal noch zum Baum möchte. Das war der Baum, der immer wieder die Samen gibt, oder? Ja, genau. Hier kann man sich alle Nase lang einen Riesenbaum-Samen abholen. Der war, glaube ich, dazu da, Invasoren abzuhalten. Aber ich kann ja einfach kurz durchlesen. Da. Feinde reagieren auf Eindringlinge aus anderen Welten. Ach so. Ja. Das heißt, wenn ich invasiert werde, dann greifen meine Monster in Anführungszeichen nicht nur mich an, sondern auch den Invasor. Das mag ich eigentlich nicht, wenn solche Leute eingreifen. Also ich mag es ja auch nicht, wenn jemand mich invasiert und mich dann in meine Monster reinlockt. Oder versucht reinzulocken. Das will ich dann nicht unbedingt umgekehrt genauso machen. Hier kam ich her, ne? Ja, kam ich. Okay. Das heißt, das Untergebiet ist jetzt auch einmal durchgelaufen. Und ich glaube, wirklich viel mehr war hier auch nicht.
Allerdings ist mir noch bei Macduff was aufgefallen. Eine Kleinigkeit und eine noch kleinere Kleinigkeit. Aber ne, trotzdem machen. Vollständigkeit und so. Das eine ist die Tür zu Macduff. Die kann ich inzwischen öffnen. Heißt, ich kann jetzt da reingehen. Und ich kann da wieder rausgehen. Yay! Okay, das war jetzt nicht besonders episch. Das andere ist auch nicht viel besser. Das ist nur beim Durchlaufen und Wehtöten ist mir eine Stelle aufgefallen, wo ich noch nicht war. Und zwar, wenn man hier rechts an der Wand lang geht. Dass man jetzt viele Hunde tötet. Hier, wegen dem Text ist mir das aufgefallen. Scheiße, dann noch mehr Hunde. Gut. Eine Kiste. Wann treffe ich den ersten Mimik? Kann es sein, dass es weniger geworden sind? Hm. Was haben wir da? Eine Flakonscherbe, das ist super. Das heißt, wir wären dann bei 6 Schlücken. Und noch einen großen Titanitsplitter. Das heißt, ich könnte auch mal gucken, was wir noch zum Aufstufen brauchen. Aber ich glaube, das waren keine kleinen und keine großen, sondern schon die Schollen oder Brocken für die nächste Stufe. Nope. Ja, schieß mir ruhig den Po, ist mir egal. Ich bin hier fertig. Also, das waren die Sachen, die mir so aufgefallen sind. Das heißt, jetzt kann ich nach Majula zurück, die Scherbe abgeben, damit die Flasche aufgestuft wird und dann in Richtung Priesterin gehen. Und ihr 2000 Seelen in die Hand drücken, um den Weg frei zu machen in, wie hieß das, Huntsman's Cairn? Na, gar nicht mehr. Also Flasche. Is that a shard you've here to see light, however faint? Verstärken. Jo. Gut. 6 Ladung. 10.000 Seelen noch ausgeben. Ja, warte mal. Ich hätte gerne kaufen. Nein. Hier, ich 10.000 muss ich ausgeben, ne? Dann stell doch mal 10 davon. Dadurch hat sie jetzt keiner im Angebot. Und auch später vor dem New Game Plus würde ich die ganzen Sachen leer kaufen. Also alles, was begrenzt ist. Aber den Branch of Yore, den ich hätte kaufen sollen. Also ja, Branch of Yore kaufen, die Leuchtkäfer kaufen, die Kräuter kaufen, Human Effigies kaufen, alles, was beschränkt ist, kaufen. Einfach nur, weil man es kann. Wie viele Batterien habe ich? Oh, das könnten 12.000 werden, oder? Das sind 5.000. Nee, 3.000. Jupp, das klappt. Sehr gut. Dann habe ich nämlich den Branch of Yore schon mal. Für die diversen Statuen, die noch da rumstehen. So. Damit könnte ich nämlich auch einen anderen Weg jetzt gehen. Ich müsste gar nicht zur Priesterin. Durch den Branch of York kann ich nämlich die erste Statue entsteinern. Und das schaltet recht interessante Gebiete frei. Vor allem auch ein sehr nerviges mit den Geistern im Nebel. Aber halt auch ein Weg in Richtung der anderen Schmieden. Also Strayed ist ja auch so eine Art von Schmied, ein Seelenschmied, der aus den Boss-Seelen Gegenstände, also Waffen und sauber machen kann. Davon gibt es ja noch einen, beziehungsweise noch eine. Und die würden wir finden, wenn wir dem Weg folgen. Allerdings wüsste ich jetzt nicht aus dem Kopf, was für eine besondere Waffe oder Schild ich von der gerne hätte. Erstmal kaufen. Kaufen. Branch of Yore, da. Go. 2000 Poi für die Lady. Das heißt, ich kann hiervon noch ein paar holen. Ja, ist okay. Raus. Kicher, kicher. Da lang. Also, der Cinderweg ist durch. Dann mache ich jetzt den... Oh, was ist hier am Ende?